So, ich will mal zeigen, wie man selbst Sticker macht für seinen Helm zum Beispiel. Oder hier, wie ich das hier gemacht habe vorher. Was man alles dafür braucht. Das sind natürlich keine professionellen Sticker, sondern ja, ganz günstige. Sondern die man selbst erstellt zu Hause. Mit ganz normalem Drucker. So, zuerst habe ich das Etikettenpapier bestellt, das hier klebt auf der anderen Seite in A4 Format. Genau. Ich habe jetzt mehrere davon. Für 8 Euro habe ich 100 Stück bestellt auf eBay. Genau, und die tue ich dann einfach in meinen Drucker. Zuerst suche ich mir einige Bilder aus, die ich als Sticker haben möchte. Das Bild speichern und dann einsetzen. Ich verwende hier das Word-Programm. Und jetzt mein Logo von meinem Kanal. Möchte ich auch unbedingt haben. Und noch ein Bild. Jo, genau das Bild hier von GoPro. So, speichern, einsetzen und dann die Größe bestimmen in A4 Format und dann ausdrucken. So. Wie ihr seht, auf diesem Papier, was klebt. Wie wir das machen, entweder ihr benutzt eine transparente Folie, selbstklebende transparente Folie wie das hier,
Oder wenn ihr die nicht habt, könnt ihr einfach das Klebeband benutzen. Probieren wir erstmal mit einem Klebeband. Nehmt irgendeine Plastikkarte. Schneide mal schnell die. Wenn man größere Sticker haben möchte, dann kann man so eine größere transparente Folie benutzen. Selbstklebende Transparentfolie benutzen. Genau. Die brauche ich dann momentan nicht. Weil ich habe jetzt hier kleinere Bilder gemacht.